Mein Name ist Heinz Nigg, ich bin Ethnologe, Videoschaffender und Autor des Videos und des Buchs Entrechtet, beraubt, erinnert, welches ich heute zusammen mit der IG Transparenz der Öffentlichkeit vorstellen darf. Anschließend an die Vorführung des 22 Minuten dauernden Videos findet ein Gespräch statt mit der Kulturvermittlerin Renate Amuat und dem Historiker Jakob Tanner. Hier im Kosmos in Zürich begrüße ich herzlich das zahlreich erschienene Publikum und ebenfalls willkommen heiße ich Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich nun via Livestream dazu geschaltet haben. Ich danke allen, die an diesem Projekt in den letzten Monaten mitgedacht und mitgearbeitet haben, für ihr Engagement. Der Dank geht auch an alle, die das Projekt mit Spenden und anderen Beiträgen unterstützt haben. Nun, um was geht es bei diesem Projekt mit dem schockierenden Titel Entrechtet, beraubt, erinnert? Vor und während dem Zweiten Weltkrieg waren viele Menschen mit Bezug zu Zürich von der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus betroffen. Und sie wurden aus ganz unterschiedlichen Gründen verfolgt. Dies deutlich zu machen, ist der Sinn von Buch und Video. Alle im Video und im Buch Porträtierten waren Opfer des Nationalsozialismus. Sie wurden deportiert und vernichtet, enteignet und bestohlen. Sie mussten Zwangsarbeit leisten oder waren in Konzentrationslagern interniert. Einige von ihnen waren Bürgerinnen und Bürger Zürichs und verfügten über die schweizerische Staatsbürgerschaft. Doch bot ihnen der Schweizer Pass keinen Schutz gegen die Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten. Andere waren im Ausland lebende Jüdinnen und Juden wie Lea Bär oder die Familie Rothschild, Frauen, die durch ihre Heirat ihr schweizerisches Bürgerrecht verloren hatten. Aber auch politische Aktivistinnen und Aktivisten waren betroffen, wie etwa der Zürcher Sozialist Albert Mülli. Er wurde in Wien verhaftet, als er seinen Genossinnen und Genossen antifaschistische Flugblätter übergeben wollte. Der in Zürich geborene und aufgewachsene Österreicher Josef Traxl wurde wegen seiner Homosexualität immer wieder in sein Herkunftsland abgeschoben und schlussendlich im KZ Buchenwald ermordet. Unrecht geschah Frauen, die von den Schweizer Waffenfabrikanten Emil G. Bührle Zwangsarbeit in Nazi-Deutschland leisten mussten. Dieser investierte den von den Frauen erwirtschafteten Profit in den Kauf von Kunst, die ursprünglich aus jüdischem Besitz stammte. Auch an diese Sammlerinnen und Sammler erinnert dieses Buch und Video. In der Schweiz hat die Diskussion um die Erinnerung an den Holocaust erneut Schub erfahren. Oder Aufschub. 2018 eröffneten jüdische Organisationen und die christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft Schweiz die Diskussion über ein offizielles Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Seit 2020 setzt der Verein Stolpersteine Schweiz in Zürich Gedenksteine, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Und mit einer Petition fordert die IG Transparenz seit Januar dieses Jahres die Stadtpräsidentin von Zürich und das Zürcher Kunsthaus dazu auf, die umstrittene Kunstsammlung der Stiftung IG Bührle auf ihre Herkunft, auf ihre Provenienz zu prüfen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse dem Publikum anschaulich zu vermitteln. Mit Entrechtet, beraubt, erinnert wollen wir Denkanstöße vermitteln für den Unterricht in der Volks- und Berufsschule, für Lehrveranstaltungen an den Hochschulen sowie für Weiterbildungen und die Durchführung von Gedenk- und Erinnerungsanlässen wie eben heute, dieser Abend hier im Kosmos in Zürich. Ich wünsche eine besinnliche Visionierung. Alle Porträtierten in diesem Video waren Opfer des Nationalsozialismus und hatten direkt oder indirekt einen Bezug zu Zürich. Sie wurden enteignet und bestohlen, deportiert und ermordet. Sie mussten Zwangsarbeit leisten und wurden in Lagern interniert. Einige von ihnen kamen ursprünglich aus Zürich. Mit diesem Video erinnern wir uns an sie, weil nur in Erinnerung bleibt, was wir uns in Erinnerung rufen. Ich bin Lea Bär aus Zürich. Ich heiratete Ernest Bär und zog zu ihm nach Frankreich, nach Nancy. Er ist Franzose. Als wir heirateten, verlor ich mein Schweizer Bürgerrecht. Ich habe Sehnsucht nach meinen Eltern in der Schweiz, den Bergen, und hoffe auf das Ende dieses grausamen Kriegs und auf unser Wiedersehen. Da wir jüdischer Herkunft sind, wurden ich, mein Mann und unser Kind Alain verhaftet. Auf diesem Foto seht ihr mich mit dem kleinen Alain. Die Familie Bär wurde 1944 aus Frankreich deportiert und im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Im November 2020 wurde am ehemaligen Wohnort von Lea Bär in Zürich ein Stolperstein zu ihrem Gedenken gesetzt. Jüdische Familien wurden in Deutschland ab 1933 systematisch enteignet. Sie mussten ihren Besitz, ihre Häuser, Wertsachen, Bilder hergeben. Als NS-Raubkunst werden Kunstwerke bezeichnet, die während der Zeit des Nationalsozialismus geraubt oder den Besitzern günstig abgenommen wurden. Ich bin Max Emden und wurde in Hamburg geboren. Mit der Gründung von Kaufhäusern wurde ich Millionär. 1927 konnte ich die Brissago-Inseln im Tessin kaufen. Als verfolgter Jude übersiedelte ich in die Schweiz. Einen Teil meines Vermögens konnte ich mitnehmen, einen anderen Teil eigneten sich die Nationalsozialisten an. Trotz des Krieges genieße ich das Leben auf dieser schönen Insel, in meinem eigenen Haus und umgeben von meiner Kunstsammlung. 1940 starb Max Emden in seinem selbstgewählten Exil. Nach seinem Tod wurde aus seinem Nachlass das Bild Mohnblumenfeld von Claude Monet an die Kunsthändler Fritz Nathan und Walter Feilchenfeld verkauft. Diese Händler wiederum verkauften das Mohnblumenfeld an den Zürcher Waffenfabrikanten Emil G. Bührle. Beim Bild Mohnblumenfeld von Claude Monet ist vieles klar, aber nicht alles. Umstritten ist, ob Emdens Sohn und Erbe in einer finanziellen Notlage war, ob der Preis stimmte und ob er das Geld überhaupt erhalten hatte. Die Erben fordern bis heute die Rückgabe des Bildes. Frauen aus Osteuropa, aber auch Deutsche, Französinnen, Sinti- und Roma-Frauen mussten im Deutschen Reich in Fabriken Zwangsarbeit leisten. So auch in der Fabrik Ikaria. Die Ikaria GmbH in Velten bei Berlin war eine Lizenznehmerin der Maschinenfabrik Oerlikon in Zürich. Emil Bührle war der Besitzer der Fabrik. In der Ikaria wurden Bordkanonen hergestellt und Flugzeugteile zusammenmontiert. Die Frauen arbeiteten an Drehbänken. Untergebracht waren die Frauen in Baracken. Diese waren von 4 Wachtürmen umgeben und mit einem elektrischen Zaun gesichert. Eine Aufseherin nannten wir Kopftuch. Wenn sie eine von uns ohne erwischte, schlug sie uns mit der Peitsche und schrie „Kopftuch!“ Deshalb der Spitzname. Im Winter litten wir furchtbar unter der Kälte. Unsere Kissen und Strohsäcke waren nur mit Papierschnitzeln gefüllt. Wir arbeiteten 12 Stunden in Tag- und Nachtschichten an den Drehbänken. Einmal brach ich ohnmächtig zusammen. Lagerleiter Herr Lose hatte Mitleid mit mir. Er behielt mich im Arbeitslager, so dass ich die Gefangenschaft knapp überlebte. Meine Lagernummer war 21218. Ich stellte Maschinengewehre her. Auf die Toilette durften wir nur während der Mittagspause und vor der Rückkehr in die Baracken. Unter unseren Kleidern trugen wir Packpapier, um weniger zu frieren. Wir waren immer hungrig. Während den 12 Stunden Arbeit durften wir uns nie setzen. Meine Schwester und ich kehrten nach dem Krieg aus dem Lager heim nach Polen mit offener Tuberkulose. Am 21. April 1945 wurden wir aus dem Lager hinaus auf einen Marsch gejagt. Ich sah, wie Gefangene beim Stehlen von Rüben und Kartoffeln erschossen wurden. Wir wurden von den Russen befreit. Deportiert und ermordet. Das Schicksal der Familie Rothschild aus Zürich. Ich bin Selma Rothschild und komme ursprünglich aus einer jüdischen Familie in Süddeutschland. Mit meinem Mann und unseren 3 Kindern lebte ich in Zürich. Als mein Mann 1928 starb, gab ich die deutsche Staatsbürgerschaft auf und meine Kinder und ich erhielten das Schweizer Bürgerrecht, wurden Schweizerinnen und Schweizer. Meine deutschen Verwandten flohen vor der NS-Herrschaft nach Frankreich und bewirtschafteten dort ein landwirtschaftliches Gut. Aus Angst vor der zunehmenden Bedrohung durch die Nationalsozialisten zog ich ein paar Jahre später mit meinen Kindern zu ihnen. Wir fühlten uns da sicherer. Auf diesen Fotos sind mein Sohn Frederik und meine Tochter Jula zu sehen. Ich bin Jean Rothschild, das jüngste Kind der Familie Rothschild. Hier sieht man mich auf dem Schoß meiner Mama. Ich habe als einziger der Familie überlebt, weil ich in der Schweiz studierte. Vergebens versuchte ich von der Schweiz aus, meine Familie vor der Deportation in ein Konzentrationslager zu retten. Meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder wurden in Auschwitz umgebracht. Nach dem Krieg führte ich einen langen Kampf für die Anerkennung des Leids und des Unrechts, das wir erlitten hatten. Ich bin überzeugt, dass die Schweizer Regierung meine Familie, die ja das Schweizer Bürgerrecht besaß, hätte schützen können und müssen. Während des Dritten Reichs waren Hunderte von Schweizerinnen und Schweizern in Konzentrationslagern des Deutschen Reichs inhaftiert. Viele wurden umgebracht. Unter den Opfern waren Frauen, Männer und Kinder, Juden, Sozialisten, Homosexuelle, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas und Widerstandskämpfer. Ich heiße Albert Mülli und bin als Arbeiterbub in Zürich im Kreis 4 aufgewachsen. Ich wurde früh politisiert und setzte mich schon als Jugendlicher bei den Roten Falken für eine gerechtere Welt ein. 1938 verhaftete mich die Gestapo am Bahnhof in Wien. Da war ich 22 Jahre alt. In einem Koffer wollte ich meinen politischen Freunden in Österreich antifaschistische Flugblätter bringen. Ich wurde wegen Hochverrat angeklagt. Die Nazis kerkerten mich ein und brachten mich 1942 ins KZ Dachau. Ich überlebte und wurde 1945 befreit. Nach dem Krieg arbeitete ich als Schulhausabwart in der Stadt Zürich und hielt viele Vorträge über meine Zeit als KZ-Häftling. Umstrittener Handel mit Kunst. Der Fall der Familie Levin in Berlin. Ich, Alexander Levin, wurde 1879 in Wien geboren. Als Generaldirektor leitete ich eine große Hutfabrik, die meiner Familie gehörte, sammelte Kunst und lebte in der Nähe von Berlin. Ich war ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 verschlechterten sich unsere Lebensbedingungen, da wir jüdischer Herkunft sind. 1938 gelang uns die Ausreise in die Schweiz. Wir gaben an, dass ich dort zur Kur fahre. 1941 entzogen uns die Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie konfiszierten unser ganzes Vermögen. Alexander Levin starb 1942 im Exil in der Schweiz. Zu den Gemälden der Sammlung Levin gehörte ein Selbstbildnis von Vincent van Gogh. Dieser Van Gogh befindet sich heute in der Sammlung Emil Bührle im Kunsthaus Zürich. Wie das Kunstwerk erworben wurde, ist umstritten. wie Martha und Berthold Notmann mit dem Verkauf von Kunst ihre Flucht finanzieren konnten. Wir sind Martha und Berthold Notmann aus Berlin. Von uns gibt es kein Foto, aber dieser Ausweis belegt, dass ich, Martha, später nach New York ausgewandert bin. Mein Mann war Direktor eines Unternehmens in der deutschen Stahlindustrie, wäre aber lieber Kunstmaler geworden. Da wir kinderlos waren, konnten wir uns ganz unserer Leidenschaft widmen, der Kunst und dem Sammeln von Bildern. So erwarben wir auch dieses Landschaftsbild von Paul Cézanne. Als wir aus Deutschland flüchten mussten, wir waren Juden und es gelang uns im letzten Moment, verkauften wir die Gemäldesammlung. So finanzierten wir unsere Flucht nach London und unseren Lebensunterhalt. Mein Ehemann Berthold starb 1942. Ich entschied mich, nach New York zu emigrieren. Martha Notmann lebte nach dem Krieg in ärmlichen Verhältnissen in New York und starb dort. Sie hat nie erfahren, dass die Paysage von Paul Cézanne in die Sammlung Emil Bührle in Zürich gelangt war. Zu einem Sammler, der für den Ankauf Geld aus dem Waffenhandel einsetzte. Waffen, die er an die Nationalsozialisten verkauft hatte. Josef Traxl aus Zürich wurde 1941 im Konzentrationslager Buchenwald umgebracht. Ich, Josef Traxl, bin 1900 in Zürich geboren und auch hier aufgewachsen. 1921 wurde ich wegen meiner homosexuellen Lebensweise aus der Schweiz ausgewiesen, da ich die österreichische Staatsbürgerschaft besitze. Doch ich fühle mich als Schweizer und meine glücklichste Zeit verbrachte ich in Zürich. Wegen mehrmaliger Wiederbetretung der Schweiz wurde ich zu einer Haftstrafe verurteilt und ins Gefängnis Regensdorf eingewiesen. 1937 schafften mich die Schweizer Behörden erneut nach Österreich aus. Ich sei ein arbeitsscheuer Taugenichts, führe als Strichjunge ein lasterhaftes Leben und gäbe mich in ekelhafter Weise den Homosexuellen zur Unzucht hin, steht im Polizeibericht. Josef Traxl wurde nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich verhaftet, ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert und starb dort 1941. Enteignet, bestohlen und ermordet. Das ist die Geschichte der Familie Silberberg aus Breslau. Ich heiße Max Silberberg und bin Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen. Mit meiner Frau Johanna, hier ein Porträt von ihr, und unserem Sohn Alfred wohnte ich in Breslau, Preußen. Ich und meine Frau sammelten vor allem deutsche und französische Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. Wir engagierten uns im gesellschaftlichen Leben der Stadt und setzten uns für die Bewahrung der jüdischen Kultur ein. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden wir als Juden zunehmend ausgegrenzt und entrechtet. 1935 besetzte der SS-Sicherheitsdienst unser Haus. Wir mussten ausziehen und unser Besitz wurde nach und nach enteignet. 1942 wurden Johanna und Max Silberberg deportiert. Über den Zeitpunkt ihres Todes in Auschwitz gibt es keine Hinweise. Ihr Sohn Alfred überlebte im Exil in London. Die Silberbergs waren Besitzer einer bedeutenden Privatsammlung. 1937 verkauften sie das Bild La Sultane von Edouard Manet unter nicht geklärten Umständen an den Galeristen Paul Rosenberg. Es ist ein typischer Fall von verfolgungsbedingtem Verlust, weil Silberbergs in finanziellen Nöten waren. Die Erben der Familie Silberberg versuchten vergeblich, das Bild zurückzuerhalten. Auch Frauen aus der Ukraine mussten für die Rüstungsfabrik Ikaria in Velten bei Berlin Zwangsarbeit verrichten. Sie arbeiteten indirekt für Emil Bührle in Zürich, der mit Lizenzgebühren für die verkauften Flugzeugkanonen kräftig mitverdiente. Beim Abriss einer Baracke in Velten wurde auf einem Holzbalken eine russische Inschrift entdeckt. Tanja Ljuba, Pascha, Maria und Paschomowa. Wir Mädchen waren hier während genau 2 Jahren eingesperrt. Die Enkelin von Maria erinnert sich an ihre Großmutter. Meine Großmutter Maria arbeitete an den Maschinen. Einmal mussten ihr Metallspäne aus einem Auge entfernt werden. Sie klagte nie darüber. 1945 wurden sie von sowjetischen Truppen befreit. Die Russen kamen hoch zu Ross, sagte meine Großmutter. Und das ist Paschomowa aus Sewastopol, Ukraine. Ihre Tochter erinnert sich an sie. Meine Mutter war bei den Funkern im belagerten Sewastopol und wurde verhaftet. Sie kam ins KZ Ravensbrück und dann in eine Fabrik. Bei der Arbeit verletzte sie sich schwer an der Hand. Sie überlebte auf wundersame Weise. Meine Mutter war 91 Jahre alt, als sie 2015 starb. Das ist der Fall der jüdischen Verleger Ullstein in Berlin. Sie wurden arisiert und zur Emigration gezwungen. Ich, Hermann Ullstein, bin ein Sohn der bekannten Verlegerfamilie aus Berlin. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde unserer Familie, die jüdisch war, der Verlag weggenommen. Das Unternehmen wurde arisiert, so nannten die Behörden das. Alle Ullsteins mussten emigrieren. In New York arbeitete ich als Nachtwächter. Hermann Ullstein starb 1943 mittellos. 1952 erhielt seine Familie das Unternehmen nach langwierigen Verhandlungen zurück. Dieses Porträt, von Gustave Courbet gemalt, befand sich im Besitz der Familie Ullstein und musste aus Not verkauft werden. Es gelangte in die Sammlung Emil Bührle in Zürich. In der aktuellen Auseinandersetzung wird in einem solchen Fall von verfolgungsbedingtem Verlust gesprochen. Alle Porträtierten in diesem Video waren Opfer des Nationalsozialismus und hatten direkt oder indirekt einen Bezug zu Zürich. Sie besaßen teilweise das Schweizer Bürgerrecht und hatten in der Stadt Zürich gelebt. Oder ein Werk aus dem Besitz von in Deutschland Verfolgten gelangte in die Schweiz. Das heißt in die Sammlung Emil Bührle, die nun im Zürcher Kunsthaus untergebracht und ausgestellt ist. Was hätte die Schweizer Regierung damals tun können, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen und zu retten? Wie hätte sie Unrecht verhindern können? Wie hätte die Gesellschaft Ausgrenzung und Leid verhindern können? Und welche Möglichkeiten hätte jeder Einzelne gehabt, sich gegen Gewaltherrschaft zu wehren und sich für die Opfer einzusetzen? Dies waren die Schweizer Bundesräte im Jahr 1938. Giuseppe Motta, Marcel Pilegola, Philipp Etter, Rudolf Minger, Johannes Baumann, Albert Meyer und Hermann Obrecht. Dies waren im Jahr 1938 Diplomaten und Botschafter der Schweiz. Der Gesandte in Berlin hieß Hans Fröhlicher, die Gesandten in Paris Walter Stucki und René Naville. Wie mitschuldig waren junge Geschäftsleute wie Emil Bührle in Zürich, die sich mit Waffenhandel bereicherten und mit dem Geld Kunstwerke teilweise unter nicht geklärten Umständen kauften. Und was können wir tun, um gegenüber den damaligen Opfern Gerechtigkeit walten zu lassen? Und was können wir tun, um Menschen, die heute auf der Flucht vor Verfolgung, Krieg und wirtschaftlicher Not sind, zu retten und ihnen ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen? Habt ihr das Mikrofon zur Hand? Ja, ist gut. Also ich freue mich nun, nach der Videovorführung direkt ins Gespräch zu kommen mit meinen beiden Gästen. Renate Amuat ist Kulturvermittlerin und hat sich im Lauf ihrer Tätigkeit im Bildungsbereich auch mit der Holocaust-Thematik befasst. Jakob Tanner ist Historiker, war Mitglied der Bergier-Kommission und macht heute im Verein Stolpersteine Schweiz mit, der an die Holocaust-Opfer erinnert. Zuerst vielleicht eingangs eine Frage an euch beide. Wie hat diese Videodokumentation auf euch gewirkt? Jetzt, da wir in diesem Setting, in dieser öffentlichen Vorführung, ja, wie war das für euch jetzt in dieser Situation? Renate? Ist es jetzt? Ja. Danke. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich es sehe, aber ich sehe es so groß jetzt und höre es so groß. Und ich merke, dass das mir wieder aufs Herz schlägt. Wenn ich diese Bilder anschaue und diese Stimmen höre, dann ist das für mich ein bisschen wie Sternschnuppen in einer dunklen Nacht. Die leuchten auf und sie verglühen. Und im Moment, wo wir sie gesehen haben, ist der Stern eigentlich schon lange erloschen. So kam es mir jetzt vor, als ich das gesehen habe. Gleichzeitig ich bin ja ein Kind der Nachkriegsgeneration und die meisten von Ihnen oder ziemlich viele von Ihnen ja auch, wir von der Nachkriegsgeneration, wir tragen diese Stimmen mit uns. Ich erinnere mich als Kind, Radio Beromünster, mein Großvater, meine Großmutter am Tisch, wir hörten zu und wir diskutierten anschließend. Mein Großvater ein Sozi, meine Großmutter eine Bauernfrau. Meine Mutter eine politisch sehr interessierte und bewusste Frau, und dann erzählte sie uns von ihrer Cousine, die einen jüdischen Flüchtling geheiratet hatte, Heinrich Oswald, und natürlich Heinrich Oswald gehörte zur Familie. Er kam mit 17 in die Schweiz und hat hier dann als staatenloser Flüchtling und hat hier eine Familie gegründet. Er war der Enkel des Verlegers Wilhelm Oswald von Rütten und Löning, der 1942 in Sachsenhausen umgebracht wurde. Die Enkelin von Wilhelm Oswald sitzt hier und hört uns auch zu. Und zu Hause in ihrer Wohnung gibt es 2 Kuverts mit Briefen, die Wilhelm Oswald an seinen Sohn Heinrich Oswald von 1939 bis 1942 hier nach Zürich geschrieben hat. Also diese Stimmen sind mit uns. Und ja, das von mir her. Für mich ist es ein Film, der Betroffenheit weckt. Dieses alte Wort bringt vielleicht die Stimmungslage am besten zum Ausdruck. Es ist ein berührender Film, wenn ich an dich anknüpfe. Ich bin im Luzernischen aufgewachsen, in einer sehr katholischen Gegend, Nachkriegszeit, Jahrgang 1950. Da hörte man ewig lange rein gar nichts vom Holocaust, von der Shoah. Vom Zweiten Weltkrieg vernahm man, dass sich die Schweiz tapfer gewehrt habe, weil sie eine Armee an der Grenze hatte. Und das waren die Bilder. Als ich zu studieren begann, da erschließt sich einem dann der welthistorische Horizont. Das sind die großen Geschichten, das Katastrophenzeitalter des 20. Jahrhunderts, wie es Erich Hobsbawm beschrieben hat. Der Nationalsozialismus, der an die Macht kommt und eine Phase der Entrechtung von Menschen, vor allem von Jüdinnen und Juden, einleitet, die nun getrieben werden, verfolgt werden. Und diese große Geschichte, die muss man sich ja immer wieder anhand von einzelnen Menschen vorstellen. Das sind nachher ganz konkrete Einzelschicksale und das leistet der Film. Er berührt einen, weil er eben große Geschichte sichtbar macht, in kleinen Facetten, in ganz einfachen Bildern. Das ist keine Multimedia-Show mit einer Bilderflut, sondern die Quellen sind rar. Zum Teil gibt es nicht mal ein Bild dieser Menschen. Und sie werden aber so dargestellt, dass man trotzdem ein nachvollziehbares Bild dessen bekommt, was sich abgespielt hat. Und gleichzeitig muss man sagen, was passiert ist, man kann es sich vorstellen, aber man kann es natürlich nicht nachfühlen. Eine Frage noch an dich, Herr Jakob. Du bist ja im Verein Stolpersteine Schweiz immer wieder mit diesen Schicksalen beschäftigt. Auf was denkst du, muss man achten, wenn man sich mit diesen Schicksalen auseinandersetzt, wo zum Teil nur noch wenige Dokumente da sind, wenig Bildmaterial? Auf was schaust du, wenn ihr solche Stolpersteine setzt? Auf was muss man Acht geben? Stolpersteine ist ja ein Verein, der in Zürich gegründet wurde. Es sind Vereinsmitglieder im Raum, Roman Rosenstein. Es ist eine Kooperation zwischen Freiwilligen, die jetzt einfach sagen, wir machen das. Es ist das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Es gibt mittlerweile etwa 80.000 Stolpersteine. Als Gunter Demnig das sich mal ausgedacht hat, das war so ein Projekt, das hieß Größenwahn. Kunstprojekte, nicht realisierbare Kunstprojekte. Und er hatte die Vorstellung, man müsste ja 6 Millionen Stolpersteine legen, das kann man ja gar nicht. Ein Pfarrer in Köln hat dann gesagt, beginn doch mal mit einem. Und dann hat er 95 einen Stein gelegt, dann mehrere. Ab dem 21. Jahrhundert gibt es in 2 Dutzend Ländern immer mehr solche Steine. Und jetzt, was ist das? Ja, es kommt ja dann rein, dass 27 Länder waren besetzt während der Zeit des Nationalsozialismus. Das waren 230 Millionen Menschen, die das insgesamt betraf. Das war natürlich direkte Gewaltherrschaft und das machen jetzt neutrale Länder wie die Schweiz. Da muss man noch mal sich überlegen, wir können nicht vor der Haustür von Menschen, die deportiert wurden, da einen Stein setzen. Wir müssen einen anderen Bezug herstellen und der Bezug wird in dem Video sehr deutlich herausgestrichen. Es sind Menschen, die in diese Maschinerie hineinkamen, die darin ermordet wurden oder schwer litten. Und jetzt wählen wir einfach aus nach zum Teil verfügbaren Quellen, zum Teil nach Familienkontakten. Stolpersteinsetzungen sind auch kommunikative Ereignisse. Da werden Leute auf etwas aufmerksam und kommen nachher auf unseren Verein zu und sagen, wir haben hier ein Schicksal, das dokumentiert ist. Schaut euch das mal an. Und so kann das dann Kreise ziehen. Es ist immer die Frage der Dokumentation, es ist immer die Frage der Auswahl. Und wir versuchten auch im Projekt, unterschiedliche Opfergruppen zu repräsentieren. Renate, darf ich ja etwas ergänzen oder auch nochmals hinweisen? Also ich finde es interessant, dass dieser Künstler Gunter Demnig 1996 in Köln begonnen hat, und zwar die erste Aktion war, dass er ein Stück Gleis bezeichnet hat, wo 1000 Sintis und Romas deportiert wurden. Und das finde ich wichtig in Bezug auf, was ja auch im Video ist, dass verschiedene Opfergruppen, also die Geschichte von verschiedenen Opfern aufgenommen wird. Eine Frage an dich, Renate. Du hast ja vor gut 10 Jahren als Kulturbeauftragte des Pädagogischen Hochschule mit Studierenden die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht und dann in der Folge von diesem Projekt das Thema Holocaust in der Schule weiter bearbeitet. Das war ein ganz anderer Ansatz als das mit den Stolperstein, das im öffentlichen Raum stattfindet. Deine Arbeit hat sich sehr stark auf den Bildungsbereich konzentriert. Was müssen wir unternehmen, damit zum Beispiel mit einem solchen Video wie Entrechtet, Beraubt, Erinnert ein möglichst breites Publikum erreicht werden kann, nicht nur in den Schulen, sondern auch zum Beispiel in unseren Museen? Auf was muss man da achten, wenn man mit Filmmaterialien, mit Büchern zum Thema Holocaust arbeitet? Also es gehen mir verschiedene Dinge durch den Kopf. Es gibt sehr viel gutes Material in Bezug auf den Holocaust. Also viele Leute haben da viel und lange gearbeitet und versucht, Lehrerinnen und Lehrpersonen eine gute Unterstützung zu geben. Die Thematik ist extrem komplex. Der Holocaust ist Pflichtstoff und Zumutung. Eine Zumutung, ich denke, im besten Sinne des Wortes. Es braucht nach wie vor Mut, gerade als Pädagogin oder Pädagoge an dieses Thema heranzugehen. Es ist ein überwältigendes Thema. Und was ich hoffe, was ich mir erhoffe mit diesem Video, ist eine Unterstützung der Menschen, dass sie diesen Schritt machen können, um einzutauchen. Ich finde, aber das ist dann das, was wir miteinander diskutieren und wie wir auch schauen, wie kommt dieses Video an. Ich finde, es ist nicht überwältigend. Und das finde ich zentral als Pädagogin, dass wir die Kinder und Jugendlichen nicht überwältigen. Okay. Oh, ja. Vielen Dank. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, um jetzt das Gespräch zu öffnen. Uns auch jetzt zu überlegen, also wir haben uns überlegt, als wir das vorbereitet haben, was könnte vielleicht auch für uns jetzt, da wir diese Geschichte miteinander diskutieren, was könnte auch für uns interessant sein? Und wir haben dann gesagt, ja, was eigentlich über den heutigen Abend hinaus zielen könnte, wäre die Frage, wie ist es eigentlich möglich, wie könnte es möglich sein, dass die Erinnerung an den Nationalsozialismus jetzt in Bezug zu Zürich, wie wir das heute dargestellt haben, wie könnte man diese Erinnerung weiter, wie können wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigen? Was können wir eigentlich als Zivilgesellschaft tun mit unserem Bewusstsein, mit unseren kollektiven Erinnerungen, damit diese Thematik eben nicht vergessen geht? Und dann immer wieder so konjunkturmäßig kommt wieder ein Skandal und dann spricht man wieder darüber und dann verschwindet es wieder. Das wäre eigentlich die Frage an euch im Publikum. Und wo ist Flavia? Ja, du bist dort. Also ihr könnt jetzt, und ich gehe da mit meinem Mikrofon, gehe ich ein bisschen auf die Suche. Wir wären froh, wenn ihr vielleicht zu diesem Thema Stellung nehmen könnten und dass Renate und Jakob, dass ihr vielleicht darauf Bezug nehmen könntet. Wem dürfen wir das Wort geben? Aha, also ich fand es gut, was Renate jetzt gesagt hat. Das Video ist recht einfach. Es könnte dichter sein, aber ich finde, für eine Lehrperson ist es gut, dass es so schlicht gehalten ist und eine Basis für eine Diskussion bieten kann mit den Schülern. Und mir hat der Schluss gefallen, weil ich finde es doch immer wieder für uns alle so belastend, wie können wir verhindern, dass das wieder passiert. Also mit dem Ansprechen auf die aktuellen Themen. Das fand ich gut auch. Vielleicht ein weiteres Votum? Da könnt ihr mir vielleicht mit ein paar Worten zusammenfassen. Ich möchte eine vielleicht etwas aufnehmen von dem, was gesagt wurde. Und vielleicht provoziert es ein bisschen. Ich habe letzte Woche einen Leserbrief geschickt an den Tagi, der wurde natürlich nicht publiziert, wo ich geschrieben habe, wo genau ist der Unterschied zwischen dem, wie unsere Elterngeneration sich verhalten hat den jüdischen Flüchtlingen gegenüber in der Schweiz und dem, was wir jetzt tun oder eben nicht tun für die Menschen in Weißrussland, in Belarus, an der polnischen Grenze oder auch in Griechenland. Das ist zwar alles weit weg, so genannt, aber wir sind beteiligt an der Frontex-Finanzierung zum Beispiel. Also ich meine einfach, man muss immer zweigleisig fahren. Es ist so einfach zu sagen, das war so schlimm, was unsere Eltern und andere gemacht haben, ohne zu schauen, wie wir uns derzeit verhalten gegenüber Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Danke. Ich finde diese Überlegung sehr wichtig und sie ist kompliziert. Der Film fällt ja, das Video fällt ja auch dadurch auf, dass es Fragen stellt. Dass eigentlich an jedem Übergang ist etwas offen. Das ist völlig klar, in der Wissenschaft beginnt man immer mit Fragen, dann gibt es Antworten und wenn keine neuen Fragen daraus resultieren, ist was schiefgelaufen. Die Gesellschaft muss das häufig noch lernen, dass sie sich Fragen stellen muss, die dann Antworten ergeben können und kaum hat man das Gefühl, ein Problem ist gelöst, seit es moderne Gesellschaften gibt, ist das so, tauchen neue Probleme auf. Erinnerung ist auf die Gegenwart bezogen. Erinnerung ist nicht statisch. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die vergangen ist und deswegen kann diese Vergangenheit auch wegbrechen. Es gibt heute rechtsextreme Parteien, die wollen eine erinnerungspolitische Wende von 180 Grad. Die wollen bestimmte Sachen nicht mehr erinnern. Und Erinnerung heißt eben auch immer, wir müssen uns überlegen, was wir nicht vergessen und was wir nicht mehr verdrängen wollen. Und wenn wir solche Fragen stellen, dann sind wir auch immer in der Gegenwart. Und dann wird es deswegen kompliziert, weil dann könnte passieren, dass wir voreilig sagen, ja, das ist ja dasselbe. Dann haben wir den Nazi-Vergleich, der immer durchgeschaltet wird. Dass dann gesagt wird, ja, was da heute passiert, das erinnert mich an das, was 1933 einsetzte. Das ist heute bei diesen Corona-Leugnern eine ganz beliebte Masche, dass sie, ich finde, völlig pervers mit Davidsternen auftreten, dass sie von Nazi-Diktatur reden, dass sie eigentlich Missbrauch mit der Erinnerung betreiben. Das muss ganz klar zurückgewiesen und bekämpft werden. Wir können aber sagen, dass in der Nachkriegszeit die Menschenrechte als Idee ja eben auch nochmal verankert wurden auf Weltebene als ein Grundbaustein der Vereinten Nationen. Ohne das läuft diese Welt gar nicht mehr. Und wir wissen, Menschenrechte, das sind Ansprüche, die dauernd verletzt werden. Und deswegen braucht es sie auch, weil sie so schlecht funktionieren. Und über Menschenrechte können wir natürlich eine Brücke schlagen von solchen Erfahrungen, von solchen Gewalterfahrungen nach 1933 in die Gegenwart hinein. Das ist eine Grundlage, zu sagen, wenn wir uns erinnern, dann setzen wir das nicht einfach gleich und sagen, ja, hat sich nichts geändert auf dieser Welt. Es ist sehr wichtig, dass der Nationalsozialismus besiegt wurde, dass es da eine bedingungslose Kapitulation gab. Auch wenn nachher, wie wir gerade gelesen haben, in der deutschen Bundesanwaltschaft der letzte Nazi erst 1992 starb und eine Zeit lang 75% einfach eingeschriebene Parteimitglieder waren während der ganzen Bundesrepublik. Ich meine, die waren immer noch präsent, das ist völlig klar, aber zu sagen, es war kein Unterschied, wäre völlig falsch, weil es machte eben einen Unterschied, einen Staat zu haben mit einer Verfassung, in der etwas von der Würde des Menschen steht und dem Regime vorher. Also ich würde sagen, für mich läuft es darauf hinaus, dass ein solcher Film, gerade Jugendliche, die das ja auch immer wieder lernen und sich aneignen müssen, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, diese Erinnerung, dass die sensibilisiert werden für etwas. Es geht eigentlich darum, wie bewege ich mich in der Gegenwart. was ist meine Aufmerksamkeit, für was habe ich ein Interesse. Und da haben wir eine extreme Drift Richtung Konsumismus, Richtung einfach das, was sich so modemäßig anbietet. Wir haben aber auch eine erstaunliche Bereitschaft von jungen Leuten, Gerechtigkeit als Idee ernst zu nehmen und die Gegenwart sozusagen abzutesten auf die Schwachstellen, die da überall vorhanden sind. Renate, möchtest du dazu noch Stellung nehmen? Zu dieser Frage, wie Jugendliche damit umgehen? Ja, also das Thema, wenn wir vom Video ausgehen und zum Beispiel mit Jugendlichen, wenn ich mir vorstelle, wie ich mit Jugendlichen arbeiten würde, dann würde ich dieses Video anschauen und nachher in Gruppen sie fragen, mit welchen Personen möchten sie weitergehen, wo möchten sie sich vertiefen und dann das zusammentragen. Und wenn man die verschiedenen Geschichten anschaut, es geht um Ausgrenzung. Es geht um Ausgrenzung und Unrecht. Und das dann isoliert in einer Zeit stehen zu lassen, finde ich mit jungen Leuten eine verpasste Chance. Ich würde dann zum Beispiel eine Situation nehmen. Also eine Situation 1942, 13. August, die Schweizer Grenze wird total geschlossen gegenüber Flüchtlingen und Flüchtlingen, die trotzdem noch in die Schweiz kommen, werden zurückgestellt. Am 24. August 1942 trifft sich die Schweizerische Flüchtlingskonferenz mit dem Zürcher Regierungsrat Briner im Walchiturm hier in Zürich und sie diskutieren dieses Gesetz. Im Vorlauf ist Gertrud Kurz zum Bundesrat von Steiger gereist um dieses Gesetz und hat versucht, dass dieses Gesetz abgemildert wird. Gleichzeitig waren 300 Flüchtlinge versteckt von diesen Flüchtlingsorganisationen, die vor dem 13. August in die Schweiz eingereist waren. Und ich würde mit Jugendlichen diese Situation wie ein Setting nachstellen. Was waren das für Positionen? Was haben diese Menschen getan? Wie haben die argumentiert? Und ich denke, da kann man so einen direkten Bezug auch machen zu unseren Dilemmas heute, die wir haben in dieser ganzen Flüchtlingsfrage. Ohne dann dieses Ereignis auch zu instrumentalisieren und die Geschichten dieser Menschen. Das ist ja dann immer die Gefahr, auch ein bisschen in der Pädagogik, dass wir Geschichten instrumentalisieren. Und da müssen wir sehr sorgfältig auch sein, dass wir immer die Menschen im Blickfeld behalten. Paul Vogt hat in dieser Schweizerischen Flüchtlingskonferenz gesagt, er müsse sich wegen der Menschlichkeit gegen diese amtliche Weisung stellen und in die Illegalität gehen. Das als die pointierteste Aussage an dieser Konferenz. Und wir brauchen die Historiker und Historikerinnen, um überhaupt solche Situationen zu haben, um überhaupt von solchen Situationen zu wissen und so ein Protokoll dann auch nutzen zu können. Eine Frage vielleicht noch anschließend an was du sagst, an Jakob. Was können wir eigentlich tun, dass so eine Erinnerungskultur von unten, Leute, die sich selbst mit diesen Themen zu arbeiten beginnen, was können wir tun, dass diese Geschichte von unten, wo sich Leute beteiligen an diesem Prozess, wie wir das jetzt im Rahmen der IG Transparenz gemacht haben mit diesem Projekt, was können wir tun, damit das auch von den Medien und von den Behörden mehr Unterstützung erfährt und dass die Öffentlichkeit mehr auch erfährt von diesen Projekten, die eigentlich, wie die Stolpersteine Schweiz ja auch, von einer Gruppe von Freiwilligen gemacht wird. Was gibt es zu tun? Es ist sicher wichtig, Projekte von unten überhaupt mal zu haben. Das ist in der Geschichte seit 1968 ein großes Thema. Man will weg von den großen Haupt- und Staatsaktionen, von dieser Diplomatie-Inszenierung in der Vergangenheit hin zu Dig Where You Stand. Schaut mal um euch, ihr findet überall Spuren einer spannenden Vergangenheit. Gunter Demnig hat ja eben gerade so Spurensicherung betrieben. Das setzt natürlich ein anderes Quellenverständnis voraus. Man muss eigentlich weg von Pergament und Papier und von dieser Texthermeneutik hin zu allen Quellen, die es gibt. Dann entdeckt man plötzlich Bilder, Leute haben Fotografien zu Hause, sie klauben alte Filme hervor, von denen sie nicht mehr wussten, dass sie sie überhaupt haben. Das geht dann weiter bis hin zu materiellen Artefakten. Die Architektur wird selber zur historischen Quelle. Man muss dann eben die Welt auf neue Weise lesen. Und ich würde sagen, das verbindet eigentlich die akademische Geschichtsschreibung mit diesem Interesse an einer Geschichte von unten, obwohl die akademische Geschichtsschreibung natürlich ihre Verfahren hat, die etwas anders laufen. Renate hat das ja gerade gesagt, es braucht dann halt Leute, die ja den Geschmack des Archivs nicht scheuen. Es ist zum Teil äußerst deprimierend, in diesen staubigen Schachteln drin zu sitzen, da irgendwo nach einer Fragestellung das Material zu organisieren, und dann schreibt man etwas und hat dann eine Studie mit einer Auflage von 500 Exemplaren. Ich meine, das ist halt ein Teil der akademischen Forschung auch. Aber es geht eben darum, gesellschaftliche Resonanzen für solche Forschungsergebnisse zu erzeugen. Und ich glaube, da haben alle gelernt, dass die Geschichte von unten und, ich sage mal, eben einfach akademische Geschichtsschreibung, dass die eben enger kooperieren und sich austauschen. Das happert überall, aber es gibt auch hoffnungsvolle Ansätze. Vielleicht, dass du noch, Renate, nochmals vielleicht eine Ergänzung machen könntest. Ich möchte dann nachher zu einem Schluss kommen. Und ja, also was ist für dich so ein bisschen so das Fazit jetzt gewesen von der Diskussion und von der Visionierung, Renate? Und von diesen zwei Interventionen aus dem Publikum? Also für mich steht eher im Zentrum die Situation heute, dass wir in einer Zwischenzeit sind, in einer Übergangszeit, und wir von unserer Generation ja diese Fragen und diese Geschichten auch weitergeben möchten und es wichtig finden, diese Geschichten weiterzugeben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang einfach noch hinweisen auf diese Publikation, die erschienen ist. Jetzt Buchpremiere hatte am 11. November. Es ist eine Autorengruppe um Jacques Picard und es heißt Sagbar, die Erzählweisen des Sagbaren und des Unsagbaren. Und in dieser Publikation werden ganz viele Stimmen laut und zeigt eigentlich, wie die Situation ist in der Schweiz, mit ganz vielen Anregungen, wie wir gedenken können und wie wir weitergehen können, wie wir diesen Stab weitergeben können. Und Jacques Picard schreibt in dieser Einleitung, und das wäre für mich vielleicht das Fazit von heute Abend: Es geht um das Verweben der gebrochenen Fäden zwischen denen, die nicht mehr da sind, und denen, die überlebten, und denen, die davon erzählen, und denen, die zuhören. Herzlichen Dank, Renate, für dieses Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch für den Besuch dieser Videopremiere und dieser Buchvernissage. Ich hoffe, das Buch ist jetzt eingetroffen. Heinz, von der Edition 8 ist das Buch da. Super. Okay, das Buch kann für 12 Franken gekauft werden. Und ich möchte mich jetzt vom Publikum online verabschieden. Und jetzt kommt noch Guido mit einer Durchsage. Heinz hätte das natürlich wieder vergessen. Es gibt eine weitere Veranstaltung am 9. Dezember, nicht im Kosmos, sondern im Volkshaus, im Weißen Saal. Da hat es genug Platz für noch mehr Leute, wie heute hier sind. Und es ist auch eine Veranstaltung der IG Transparenz. Und es ist eigentlich, wir haben eine Hauptforderung von uns, war ja dieser Dokumentationsraum im Kunsthaus, der zu einer Doc-Ecke geschrumpft ist. Und wie gut ist diese Dokumentation und was kann man sehr viel besser machen? Darum geht es in einem ersten Teil, im zweiten geht es um dieses heikle Thema der Provenienzforschung. Es gibt immer noch Leute, die finden die von der Stiftung Bührle betriebene hervorragend. Und es gibt andere, die sind ganz anderer Meinung, dazu gehöre ich. Und es geht dann darum, auch eine Expertengruppe zusammenzustellen, die hoffentlich nicht nur aus Schweizern besteht. Und das ist also am 9. Dezember und dann, das ist ein Donnerstag, kommt auch noch das Thema von dieser Bundeskommission, also dieser schweizerischen Limbach-Kommission, die kommt auch aufs Tapet. Es ist super dringend. Weil von rechts außen, gibt es schon ziemliche Vorstöße selbst dagegen. Vielen Dank, Guido. Wir werden jetzt anschließend an die Veranstaltung uns weiter unterhalten über dieses Thema auch, was die IG Transparenz eigentlich ist, was wir machen. Und ich möchte mich aber jetzt von unserem Publikum, das online geschaltet ist, verabschieden und bedanke mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern wie auch den anwesenden Gästen hier im Kosmos. Und ich danke vor allem auch dem Kosmos, dass wir diese Veranstaltung hier machen konnten und dass wir diese auch live streamen konnten. Es war eine super Zusammenarbeit. Herzlichen Dank, Flavia.